Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil unseres File-Servers. Wir haben jetzt zwei Freigaben, einmal auf der von uns gewählten Festplatte, die wir formatiert haben mit Hilfe von NTFS, und eine Freigabe für die Festplattenumgebung, die wir mit ReFS vorformatiert haben. Sinn und Zweck: Wir möchten jetzt einfach mal sehen, wenn wir Dateien sowohl in das eine als auch in das andere Verzeichnis kopieren werden, ob sich denn die Performance bei NTFS oder ReFS in der gleichen Strukturumgebung ändern wird oder nicht. So, wir haben jetzt nun im rechten Fenster die NTFS-Freigabe, die sich auf unserem File-Server befindet. Im linken Fenster haben wir reine PDF-Dateien, die wir jetzt einfach mal zum NTFS kopieren möchten. Die Zeit werden wir gleichzeitig circa 5 Sekunden den gleichen Test jetzt mit der entsprechenden ReFS-Freigabe. Auch hier, denke ich, wird sich das Ganze relativ schnell darstellen. Es sind weniger als 5 Sekunden gewesen. Das kann aber daran auch liegen, dass wir hier einen relativ großen Cache-Bereich unter Umständen zur Verfügung hatten. Um das Ganze etwas realistischer zu betrachten, das mit dem ReFS war doch eben sehr schnell. Sind beide Server neu gestartet. Auch der File-Server hat einen Neustart erhalten. Deswegen können wir jetzt nochmal testen, ohne Cacheflow, ob denn die Datenübertragung zum ReFS-System, gleiche Netzwerkumgebung, gleiche Arbeitsplatzumgebung, tatsächlich so schnell ist, wie es sich dargestellt hat. Meiner Vermutung nach, nein. Wie wir gesehen haben, hat sich das Ganze doch stark relativiert durch das nicht mehr Vorhandensein des bereits gecachten Arbeitsbereiches und der gleichen Dateianzahl und der gleichen Dateitypen. Sind wir hier jetzt auch in einer Datenübertragungsrate, die ist circa auch der identisch des NTFS. ReFS ist auch nicht dafür da, Dateien schneller zu übertragen, sondern sie ist dafür da, Dateien sicherer und kontrollierter zu speichern und wieder zur Verfügung zu stellen. Performance-Probleme sind auf anderen Wegen zu lösen.